Frau Ministerin, Kamala Harris hat vorhin gesagt, Putin könnte durch einen Vorwand eine Invasion der Ukraine starten. Teilen Sie diese Einschätzung? Wie könnte das genau aussehen? Wir haben Anfang der Woche Worte gehört, die ein bisschen Hoffnung gemacht haben auf Deeskalation. Aber diesen Worten von Putin müssen auch Taten folgen. Deswegen beobachten wir genau, was jetzt in den nächsten Stunden und Tagen geschieht. Das muss sehr genau überprüft werden. Und gerade solche Angriffe, die nicht klar zuzuordnen sind, sind natürlich eine große Gefahr für eine Eskalation. Und deswegen müssen alle jetzt einen kühlen Kopf bewahren bei der Auswertung solcher Informationen. Wir sind in einer sehr, sehr bedrohlichen Situation und müssen dann aber auch uns gewahr sein, dass ob Entscheidungen tatsächlich dann auch Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist jetzt dringend geboten. Olaf Scholz sagt, der Weg der Diplomatie muss weiter begangen werden. Inwiefern könnte man oder in welchem Punkt könnte man überhaupt Wladimir Putin entgegenkommen? Also es muss ganz klar sein, dass es rote Linien gibt bei allen Verhandlungen. Und dazu gehört natürlich die Souveränität der Ukraine. Dazu gehört die Entscheidungsfreiheit, welchem Bündnis möchte ich angehören. Das darf nicht, das steht nicht zur Verhandlung. Das ist auch überhaupt nicht in unserer Macht und dabei muss es auch bleiben. Aber natürlich gibt es darüber hinaus Möglichkeiten in Bezug auf Rüstungskontrolle, in Bezug auf mehr Dialog, um eben auch wieder Vertrauen aufzubauen. Das ist wichtig und das kann über Dialogformate geschehen. Aber rote Linien dürfen nicht überschritten werden. Und welches Signal soll jetzt ganz konkret hier von München auch ausgehen Richtung Moskau? Von München aus geht ein ganz klares Signal der Geschlossenheit. Die NATO war noch nie so geschlossen, ist noch nie so gemeinsam mit einer Stimme sprechend aufgetreten. Das ist, was wir hier erleben. Und deswegen ist es gut, dass wir uns hier zum einen auch in Person treffen, aber dass wir auch mit einer Stimme sprechen. Klare Ansage machen, wir stehen bereit zum Dialog, zu einem ernst gemeinten Dialog. Aber wir sind auch bereit in Bezug auf Abschreckung, dafür zu sorgen, dass unsere Alliierten sich auch darauf verlassen können, dass dieses Bündnis steht. Und dieses Signal, das muss bei Herrn Putin ankommen. Wenn er sich da was anderes vorgestellt hat, dann hat er sich verrechnet. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Danke Ihnen.